schon gehört, top motiviert für Dancing Stars, das Ziel vor Augen. Tanzerfahrung? Tanzerfahrung nur, meine Tanzerfahrung hat sich bis jetzt auf Tanzgriffe reduziert gehabt. Jetzt lerne ich die Schritte dazu. Okay. Und die Tanzerfahrung ist, nein, ich tanze nicht ungern, aber ich kann nicht tanzen im Sinne, was sie von Tanzen versteht. Als Profi bei Dancing Stars, vor allem als weiblicher Profi, ist man nicht ein bisschen benachteiligt den männlichen Profis gegenüber, weil es heißt immer, kann der Mann führen, hat es die Frau leicht. Jetzt muss man das immer... Das stimmt schon in der Theorie, aber in der Praxis kann schon die Frau auch einmal ein bisschen führen, wenn sie in die falsche Richtung geht. Und ich weiß nicht, in Standard wahrscheinlich ist es ein bisschen ein Nachteil. Er ist besser, wenn der Mann der Profi ist, weil er halt die Dame herumführen kann in der Haltung. In Latein ist es offen, das heißt, da ist es egal. Sie welche Geheimcodes, Geheimtipps, wie man sich abspricht? Wenn ich dich hier tippe, drehst du dich links, wenn ich dich hier... Ja, aber die wissen wir noch nicht. Die müssen wir erst entwickeln zusammen. Gibt es natürlich. Als Sportler kennt man das Spannung halten, Fokus eben vom Skispringen auf den Sprung. Eigentlich ein bisschen von Vorteil fürs Tanzen, oder? Auch hier geht es um Körperhaltung, Spannung. Richtig. Ich glaube, der Vorteil ist, dass wir trainiert worden sind, Bewegungen zu lernen. Ja. Ja? Das, was jetzt dazukommt, ist, diese Bewegung mit einer Musik in Einklang zu bringen. Das ist, glaube ich, die große Herausforderung. Aber Bewegungen zu lernen, und das ist so wie bei Ihnen. Gell? Wir haben auch nicht nachdenken können, wie die Technik funktioniert, sondern du hast sie in kleine Schritte zerlegt und dann hast sie im Wettbewerb zugelassen. Und das ist, glaube ich, die große Kunst. Nicht? Und die Frage, ob die Zeit ausreicht, dass man diese Zeit so nutzen kann, dass man es zulassen kann. Ich scheiß drauf, es ist eh wurscht. Mir gibt's das Beste. Das ist einmal klar. Genau. Danke, wir freuen uns schon. Ja, wir sind motiviert. Als Profitänzerin bei Dancing Stars, ist es nicht schwieriger als für Männer, weil es heißt immer, wenn der Mann führen kann, hat es die Frau leicht. In diesem Fall muss man dem Mann nicht nur Schritte, Choreografien beibringen, auch das Führen. Ja, also da muss ich mich selber ein bisschen überraschen lassen, wie das sein wird, weil ich ja das erste Mal auch dabei bin als Profi bei Dancing Stars und ich lasse das einfach auf mich zukommen. Mag sein, dass es die Herren da ein bisschen leichter haben, aber ich glaube, das ist einfach eine Frage der Zusammenarbeit. Okay. Ich glaube, das wird gut funktionieren. Mit dem Partner ist man ja quasi auf einer Höhe, wie vorhin gehört, die Körpergröße. Genau. Wie wichtig ist denn die Körpergröße bei Standard-Tänzen? Ja, wie gesagt, ich glaube, wie du jetzt schon richtig gesagt hast, bei den Standard-Tänzen ist es doch irgendwie ganz wesentlich, weil wenn der Herr einfach sehr groß ist und die Dame sehr klein, dann wird das vielleicht mit der Haltung schwierig und da passt es, glaube ich, ganz gut. Bei den Lateintänzen ist das eigentlich weniger ein Problem, aber wir kriegen das sicher hin. Wie du gerade gesagt hast, dein erstes Mal Dancing Stars, aufgeregt? Ein wenig, ja. Die gute, gesunde Nervosität, würde ich sagen. Dancing Stars 2014, ja. Ganz was Besonderes. Diesmal ist der Miriam, ihre Schwester, mit dabei. Ja. Ja, das sagen alle natürlich, dass es was Besonderes ist, weil die zwei natürlich als einige Zwillinge eine gewisse Ähnlichkeit aufzuweisen haben. Jetzt kriegt natürlich die Melanie, das ist eine Stellvertreterfunktion. So wäre es, wenn die Miriam tanzt. Das ist bei einigen Zwillingen nicht so, dass sie die Talente auch gleich oder Kopie gleich haben. Die Miriam wird, das Einzige, was ich die Miriam anschauen kann, was direkt vergleichbar ist, wie würde sie ausschauen in diesen Tanzfetzen. Das lässt sich vergleichen. Aber sonst ist die Melanie natürlich eine eigene Persönlichkeit. Ich habe sie auch vorher schon gekannt. Sie ist ja auch, die Miriam ist eine Frontfrau und die Melanie ist eine Managerin, und zwar eine hervorragende. Die Zusammensetzung dieses Jahr sehr spannend. Toll!
toll, freue mich. Wie schwierig wird es, den Erik in den Griff zu bekommen? Das wird ganz schwierig werden und das ist auch nicht unbedingt ein Muss. Also ich freue mich auf ihre Kante, auf ihre Ecke, die hier die Personen zeigen, die teilnehmen. Auf das freue ich mich wirklich und den Erik wird man einfach... Die Sendezeit verlängern. Naja, einfach indem ich meine Uhr vors Auge halte. Und mit einem roten Knopf, irgendwas, der wird schon lustig. Ich glaube, dass das alles sehr lustig wird. Ja. Danke. Bitte. Aber es geht immer ums Tanzen, nicht ums Reden. Naja. Premiere für euch beide, das erste Mal Dancing Stars. Die Schwester macht das schon länger. Wie ist das jetzt selbst? Naja, ungewohnt ist es in erster Linie, aber wir werden sehen. Also für jeden, ich glaube, es gibt viele, für die das ungewohnt ist. Einfach das ganze Tanzen, das ganze Drumherum wird anstrengend ungewohnt, aber das macht Spaß, glaube ich. Zufrieden mit der Wahl deiner Partnerin? Ja. Sie scheint zu wissen, wo sie hin möchte im Leben. Wird das schwierig beim Führen, beim Tanzen? Nein, ich glaube, dass Selbstbewusstsein sehr wichtig ist beim Tanzen ist. Ja. Und ich kenne die Melanie seit wenigen Minuten, aber sie stellt sehr viele Positivität und ich glaube, das ist das Wichtigste, wenn man überhaupt sich zur Musik bewegen möchte. Positivität. Tanz. Es wird ja oft gesagt, Tanz ist Leidenschaft, Tanz ist Emotion. Wird es viel Emotion und Leidenschaft geben bei euch im Training? Das werden wir sehen. Werden wir sehen, ja. Mhm. Emotion ohne Emotion wäre sehr schade, dann braucht man nicht mitmachen, oder? Wenn die fehlt. Richtig. Danke. Danke auch. Dancing Stars erprobt, Dancing Stars erfahren. Gibt es irgendwas für die neuen Kandidaten, das ihnen mit auf den Weg geben können? Welche Tipps, Tricks? Also der erste wichtigste Tipp für die Damen ist, niemals ohne Socken trainieren, weil da kriegt man furchtbare Blasen. Und der Tipp für alle ist, habt Freude daran und es muss Spaß machen und man muss es gerne machen, weil sonst ist es verlorene Zeit. Dancing Stars.